Willkommen, Freunde, zu Resident Evil 2. Und in diesem Video befassen wir uns nämlich mit dem Statuenrätsel. Es beginnt damit, dass man im Raum der Wache ist. Da hilft man ja diesem Polizisten, der noch leider vom Zombie erwischt wird, der hier unter dem Tor ist. Und der Polizist drückt uns dabei ein Büchlein in die Hand, und zwar das Notizbuch des Polizisten. Da sieht man, da geht es um die Statue, die in der Eingangshalle steht. Dafür braucht man eben 3 Medaillons. Und auf der nächsten Seite von dem Notizbuch sieht man 3 Statuen, die sind überall im Polizeirevier verteilt, mit den dazugehörigen Kombinationen. Genau, richtig. Und da sieht man eben, wenn man alle 3 Statuen gefunden hat, hat man zu jeder Statue die passende Kombination und pro Statue kriegt man ein Medaillon und das Medaillon oder die 3 Medaillons, die man dann im Endeffekt hat, muss man alle bei der Statue in der Eingangshalle einsetzen. So, um diese Statue geht es im Endeffekt. Da müssen die 3 Medaillons eingesetzt werden und die erste Statue, von der man das erste Medaillon kriegt, die ist auch schon direkt hier oben, einfach die Treppe hoch. Das ist dieser Löwe hier. Und da muss man eben eine Kombination eingeben. Wir schauen nochmal kurz ins Notizbuch des Polizisten. Da sieht man, der Löwe, das soll wohl diese Statue oben links sein. Da hat man eben als Kombination dann den Löwenkopf, den Zweig und einen Adler. Das heißt, wenn man jetzt hier rangeht und sagt, den Löwenkopf, den Zweig und den Adler und das dann bestätigt, zack, dann hat man auch das erste Medaillon, das Löwenmedaillon. Das setzen wir dann natürlich auch direkt in die Statue ein. Da muss man das nicht lange mit sich rumschleppen oder in irgendeiner Kiste verstauen oder so. Kann man ruhig nach und nach einsetzen, ist kein Problem. So, zack, dann ist das erste Medaillon schon mal drin. Fehlen nur noch 2. Also. Und Medaillon Nummer 2 befindet sich ganz in der Nähe von der Eingangshalle. Dazu müssen wir nur einmal in die Bibliothek. Genau, die ist ja im ersten OG. Einmal hier entlang, eine Peak-Tür. Wo man den Peak-Schlüssel kriegt, habe ich euch ja auch schon gezeigt in einem anderen Video. Und genau, von der Bibliothek geht diese Tür ab, das ist dann der Aufenthaltsraum und da hat man dann die Einhornstatue. Wir schauen nochmal kurz in das Notizbuch des Polizisten. So, und da sieht man auf der zweiten Seite, Einhornstatue ist die unten links. Da sind dann, ja, was sind das, Fische, ein Skorpion und so ein Kelch oder was das auch immer sein soll. Man macht also Fische, Skorpion und diese Kanne. Zack, Medaillon Nummer 2, das Einhorn-Medaillon. Und auch das können wir schon direkt in die Statue einsetzen. So, genau hier. Noch ein Medaillon benutzen, zack, das ist dann Medaillon Nummer 2. Und dann fehlt nur noch das dritte Medaillon. Und für das dritte Medaillon brauchen wir noch 2 Items. Und zwar einmal dieses Elektronikgerät und einen 9-Volt-Block. Das Elektronikgerät finden wir hier im Erdgeschoss in diesem Zimmer, was nach dem Besprechungszimmer kommt. Da geht man einfach von der Eingangshalle aus, hier den Empfang durch, zack, den ganzen Flur hier lang. In das Besprechungszimmer und hier diese Tür ist mit einer Kette verschlossen. Dafür braucht man den Bolzenschneider. Den findet man hier draußen bei der Feuerleiter unten vor dieser Tür. Da findet man den Bolzenschneider. Da kann man dann genau die Kette hier aufschneiden und in diesen Raum gehen. Und hier auf diesem Schreibtisch liegt dann dieses besagte Elektronikgerät. Dann brauchen wir noch als nächstes den 9-Volt-Block. Und die 9-Volt-Batterie findet ihr hier im Stars-Büro. Der einfachste Weg ist von der Eingangshalle im ersten OG durch die Bibliothek, hier durch den Aufenthaltsraum, wo auch die Einhornstatue war.
diesen Flur entlang und dann hier zack ins Stars Büro. Dann hat man hier links in diesem kleinen Büro auf dem Schreibtisch den 9-Volt-Block liegen, den man für das Elektronikteil braucht, um so zur dritten Statue zu kommen. Und zu guter Letzt, die dritte Statue, die findet ihr hier im Lagerraum West. Da kommt ihr am einfachsten hin, wenn ihr von der Eingangshalle aus ins erste OG lauft, hier durch die Bibliothek. Nehmt dann hier die Leiter nach oben, sodass ihr dann im zweiten OG seid. Dann geht ihr hier einfach durch die Tür von der Bibliothek in den Lagerraum West. Und hier findet ihr dann die dritte Statue. Dann habt ihr hier so einen Sprengsatz. Dafür müsst ihr vorher dieses Elektronikgerät, was ihr eingesammelt habt, mit dem 9-Volt-Block kombinieren, sodass ihr einen Zünder habt. So, und den könnt ihr nun da benutzen und bestätigen. Dann solltet ihr schnell das Weite suchen, denn dann gibt es eine kleine Explosion. So, dann kommen euch auch neue Monster besuchen. So, hier habt ihr jedenfalls die dritte Statue. Da müssen wir nochmal ganz kurz schauen. Wo haben wir es da? Das Notizbuch des Polizisten, die dritte Statue, diese Frau. Da habt ihr dann die Kombination den Kopf, Pfeil und Bogen und so eine Schlange. So, ist nicht ganz einfach zu erkennen hier. Ich glaube, das ist der Kopf. Pfeil und Bogen. Und ist das die Schlange? Ja, das ist die Schlange. Zack, damit habt ihr auch das dritte Medaillon, was ihr dann in der Eingangshalle in die Statue einsetzen könnt. Und damit sind die drei Medaillons, die ihr dafür braucht, komplett. So, und hier sind wir nun bei der Statue, um das dritte Medaillon einzusetzen. Wenn ihr den Weg zum dritten Medaillon freisprengt, habt ihr ja gehört, kommen neue Gegner dazu. Auf der Schwierigkeitsstufe normal ist es ein Licker und ein normaler Zombie. Da ist also ein bisschen Vorsicht geboten. Genau. Und nun setzen wir hier einfach das dritte Medaillon ein. Und damit ist das Statuenrätsel gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, damit ihr immer meine aktuellen Videos sehen könnt. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Resident Evil 2. Bis dahin, euer Emrex. Ciao.